Stefania Katharina. Ich grüße euch und bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer, und heiße euch zu dieser Videokonferenz willkommen, in der wir detaillierter über einige Themen sprechen möchten, die schon Teil unseres Zeugnisses waren und des Zeugnisses des Verlags Luci dell'Esodo, der diese Videokonferenz organisiert. Wie ihr wisst und wie sicherlich viele von euch in den Botschaften, die laufend auf dieser Webseite veröffentlicht wurden, gelesen haben, sprach Jesus vor allem in den Botschaften des vergangenen Jahres, in den letzten Botschaften des vergangenen Jahres, von der Zukunft seines Volkes und auch von den Werkzeugen, die er für diese Zeit vorgesehen hat. Besondere Werkzeuge, die die Aufgabe haben, der Menschheit dabei zu helfen, in eine immer entscheidendere Phase der Heilsgeschichte einzutreten. Eine Phase, die die Einleitung dessen ist, was die Neuschöpfung sein wird, und auch die Einleitung der Wiederkehr Christi, die wir alle erwarten, von der wir nicht wissen, wann sie sein wird, aber die uns Christus versprochen hat. Diese Instrumente sind also am Werk, und darüber möchten wir sprechen. Ich persönlich habe detailliert in der Konferenz vom 18. Dezember 2011 darüber gesprochen, die ihr euch vielleicht angehört habt. Heute möchte ich aber noch direkter davon sprechen, ausgehend auch von meiner persönlichen Erfahrung. Und ich möchte das nicht alleine tun, sondern wie ihr seht, sitzt neben mir eine Person, die viele von euch kennen werden, und zwar Tomislav Lašić, dem ich gleich das Wort übergeben werde, mit dem ich in diesen Jahren gemeinsam diesen Weg gegangen bin und mit dem ich auf besondere Weise in dieses Projekt des zentralen Nukleus mit einbezogen bin, wie wir noch erklären werden. Ich übergebe also das Wort an Tomislav Lašić und gemeinsam werden wir versuchen, euch zu einem umfassenderen Verständnis dessen zu helfen, was diese Werkzeuge sind, vor allem der zentrale Nukleus und was ihr Wirken ist, was der tiefere Sinn des Wirkens dieser Instrumente zugunsten des Volkes Gottes, das heißt der Kirche ist. Also, ich übergebe das Wort jetzt an Tomislav. Tomislav Lašić, ich begrüße euch und wünsche euch den Frieden und das Licht Gottes, seine Weisheit, damit ihr die Botschaft Gottes und seinen Willen verstehen möget. In den vergangenen Jahren habe ich mich entsprechend dem Willen Gottes in die Stille zurückgezogen. Jetzt ist der Augenblick gekommen und gemäß dem Willen Gottes muss ich sprechen und die Menschheit gemeinsam mit Stefania darüber informieren, was der Herr nicht nur zu tun beabsichtigt, sondern bereits dabei ist zu tun. Wie ihr wisst, habe ich in meinem Buch »In Medjugorje ist die Mutter Gottes lebendig« davon gesprochen, dass ich schon zu Beginn der Erscheinungen mein Leben Jesus durch Maria aufgeopfert habe, damit sich die Erscheinungen so offenbaren mögen, wie es den Absichten Gottes entspricht. Von diesem Augenblick ausgehend schlossen sich mir verschiedene Personen an und waren mir nahe, während sie ihr Leben aufopferten. So entstanden die Gemeinschaft, die Bruderschaften und die Nuklei. Und noch mehr schlossen sich viele Einzelpersonen an. Und es ist etwas im ganzen Universum geschehen, von dem wir sprechen möchten. Also wovon wir sprechen möchten, was wir euch erklären möchten, ist das, was ihr seht, was vor euren Augen geschieht, die Aufruhr der Menschheit, die Beunruhigung. Es gibt viele Versuche, diese Beunruhigung aus der Sicht der materiellen Krise zu erklären. Aber die Krise sitzt viel tiefer in der Krise des Geistes des Menschen, der von Gott getrennt ist. Jetzt liegt das machtvolle und rasche Wirken Gottes darin, den Geist des Menschen, der Menschheit des ganzen Universums zu berühren und ihn zurück zur Gemeinschaft mit dem Geist Gottes zu bringen. Jeder Geist, der nicht in Gott verwurzelt ist, der keine Pläne hat, die von Gott kommen, gerät in Krise. Und ihr werdet viel Aufruhr auf der Erde und im Universum sehen und gleichzeitig werdet ihr das Wirken Gottes in eurem Geist beobachten und daran teilnehmen können, der euch dazu verhelfen wird,
in die Gemeinschaft mit dem Geist Gottes zurückzukehren. Das ist der Prozess des stillen kosmischen Pfingsten, worüber Stefania Katharina in ihrem zweiten Buch geschrieben hat. Das, wovon wir sprechen, ist keine Neuigkeit. Es ist etwas, das wir kennen, woran wir seit mehr als 10 Jahren gemäß dem Willen Gottes teilnehmen. Jetzt ist lediglich der Augenblick gekommen, in dem wir die Erde und alle Menschen darüber informieren müssen. Und im Folgenden werden wir euch alle notwendigen Informationen geben. Stefania Katharina. In vielen Büchern und in vielen Botschaften haben wir geschrieben, dass sich die Menschheit retten muss, dass sie sich nur durch Jesus Christus retten wird und dass das die Zeit ist, in der Jesus handelt. Er handelt auf besondere Weise und benötigt Zeugen. Und genau das ist es, was wir heute machen. Wir legen ein Zeugnis ab. Wie Jesus uns erklärt hat, ist das Zeugnis nicht eine einfache Reihe von Themen, die angesprochen werden, um jemanden zu überzeugen. Das Zeugnis ist vor allem die Offenbarung des Lebens Gottes, das sich in einem Zeugen befindet, wenn er ein wahrer Zeuge ist. Denn der Zeuge überbringt kein Geschwätz, sondern er überbringt das Leben Gottes. Wir versuchen also, euch das Leben zu offenbaren, das Gott uns in diesen Jahren übermittelt hat und das weit über irgendeine Botschaft hinausgeht, so schön und so wichtig sie auch sein mag, da es wahrhaftig ein Programm des Lebens ist. Wir möchten euch ganz offen sagen, dass sowohl Tomislav Lašić als auch ich Teil des zentralen Nukleus sind. Wir wurden vor mehr als 10 Jahren zu dieser Aufgabe berufen. Natürlich war damals die Zeit nicht reif dafür, das zu offenbaren. Denn der Herr musste wie in einem sehr großen Mosaik die Teilchen anordnen, die nicht nur die Erde, sondern das ganze Universum betreffen. Aus diesem Grund machen uns unsere Zugehörigkeit und unser Handeln im zentralen Nukleus zu direkten Zeugen dessen, was im Inneren dieses Werkzeuges geschieht. Wir können sagen, dass das Wirken des zentralen Nukleus ein Wirken mit großer Reichweite ist, das die gesamte Wirklichkeit des Universums berührt. Und es berührt sie im Geist. Tomislav Lašić. Wir möchten euch sagen, dass der zentrale Nukleus das Bindeglied zwischen den Erzengeln, den Engeln, also den reinen Geistern, und den gotttreuen Menschheiten ist. Und gleichzeitig vereint er alle, die zum Haus des Herrn pilgern, alle, die unterwegs sind, Lebende wie Verstorbene im ganzen Universum. Hieraus ergibt sich die Aufgabe, im Geist zu handeln. Es ist das Handeln einer ersten Zelle, die Aufgabe hat, zu vereinen, die Aufgabe hat, alle im Geist Gottes voranzubringen, die sich anschließen. Stefania Katharina. Wie ich in verschiedenen Büchern geschrieben habe, und ich wiederhole es heute, dass der Plan Gottes in dieser Zeit unwiderruflich ist. Es ist nicht mehr möglich, umzukehren. Deshalb sind wir uns völlig dessen bewusst, was diese Verkündigung, die wir heute machen, hervorrufen könnte. Polemiken, Kritiken, auch Ungläubigkeit. Aber ich muss euch sagen, dass das für den Plan Gottes nunmehr unbedeutend ist. Denn der Plan Gottes geht voran, unabhängig davon, was die Menschen glauben. Nicht, weil Gott ein Scharfrichter sein möchte, sondern aus dem einfachen Grund, weil sich die Menschheit in einer Phase großer Gefahr befindet. Und Gott ist Vater, der uns liebt und eingreifen muss. Deshalb sind die Werkzeuge Gottes dabei, auf klare und deutliche Weise zu handeln. Sie werden sich immer mehr offenbaren, unabhängig davon, ob die Menschheit sie akzeptiert oder nicht. Der, der sie akzeptiert und sich mit ihnen vereint, wird sicherlich große Vorteile daraus ziehen. Natürlich bleibt jeder frei zu glauben und zu akzeptieren oder nicht. Tomislav Lašić. Wir fühlen uns verpflichtet, euch, Menschen der Erde, mitzuteilen, dass Gott viele Schritte im ganzen Universum unternommen hat.
Wie in der Botschaft des heiligen Michael gesagt wurde, die kürzlich von Luigi de Lesotho veröffentlicht wurde, ist die Erde die letzte, die diese Verkündigung erhält, weil sie hartherzig ist. In der Botschaft Jesu, in der er vom Volk Gottes auf der Erde spricht, die Zukunft meines Volkes, sagt Jesus, dass wenn sich nicht ein Rest seines Volkes auf der Erde findet, der antwortet, werden die Pläne Gottes geändert werden. Aber was soll das heißen, dass die Pläne Gottes geändert werden? Bis jetzt folgte das ganze Universum dem Kalender der Erde, in besonderer Weise dem Kalender des Volkes Gottes, der Kirche, in deren Menschheit Jesus Christus Fleisch geworden ist und in seinem Volk, seiner Kirche handelt. Wenn dieser Rest des Volkes nicht antwortet, wird Gott einem im treuen Volk im Universum die Aufgabe anvertrauen, sich an die Spitze dieser Umwandlung zu setzen. Das wird für die Erde einen Wandel bedeuten. Auf der Erde wird man nicht mehr Ja und Nein, Ja und Nein, Ja und Nein sagen können. Der Prozess wird keine Jahrtausende dauern, denn die treue Menschheit im Universum handelt unmittelbar und setzt das, was Gott sagt, sofort um. Wir laden also alle ein, ihre Herzen zu öffnen, um den Willen Gottes und sein Wirken verstehen zu können. Und wir sind Zeugen. Wir haben unser Leben aufgeopfert. Und auch heute, vor allen, sagen wir, dass wir alles aufopfern und dass wir zu allem bereit sind. Nicht gemäß unseres Willens, sondern damit sich der Wille Gottes im ganzen Universum erfüllen möge. Stefania Katharina. Das alles vorausgeschickt. Vorausgeschickt auch die Tatsache, dass es weder unsere Absicht ist, irgendjemanden zu überzeugen, noch Bewegungen, Sekten oder Ähnliches zu gründen, wessen wir sicherlich beschuldigt werden, wenden wir uns an alle Christen dieser Erde und nicht nur an jene. Wir wenden uns an alle Menschen guten Willens, die viele sind, auch unter jenen, die sagen, dass sie nicht glauben, die aber in Wirklichkeit vor Gott ehrlich und rechtschaffen sind, die aufrichtig eine Veränderung wünschen, die sensibel sind für die Bedürfnisse der Menschheit und auch für die Bedürfnisse der Schöpfung. Denn die Schöpfung leidet gemeinsam mit dem Menschen, und das sehen wir genau in diesen Tagen, in denen auch die Gesetze der Schöpfung aus dem Gleichgewicht geraten zu sein scheinen. Das alles vorausgeschickt, beginnen wir jetzt ein bisschen detaillierter vom zentralen Nukleus zu sprechen. Wie ihr wisst, haben wir die Nuklei im Allgemeinen skizziert und von ihnen gesprochen. Das heißt, der Nukleus ist wirklich eine Zelle, in der sich das Leben Gottes offenbart, wo die Personen untereinander das Leben Christi leben. Sie teilen das Leben, sie vertiefen das Leben Gottes. Sie leben die Gemeinschaft und führen eine Sendung aus, während sie dabei Zeugnis ablegen. So hat auch der zentrale Nukleus die Aufgabe, eine machtvolle Zelle im mystischen Leib Christi zu sein. Denn jeder Körper besteht aus Zellen, und ihr wisst gut, dass dort jede Zelle eine eigene Funktion hat, ihre Eigenständigkeit. Und gleichzeitig ist sie nicht isoliert, sondern muss am Leben des Körpers teilnehmen und ihre Stärke, ihre Kraft einbringen, damit der Körper lebt. Der zentrale Nukleus ist eine machtvolle Zelle, die die Aufgabe hat, dem Volk Gottes viel Energie, viel Leben zu bringen. Weshalb? Weil er so aufgebaut ist, dass die Personen, die Teil davon sind, verschiedenen Wirklichkeiten des Universums angehören und deshalb einen unterschiedlichen und starken Beitrag im Inneren des zentralen Nukleus leisten können. Jesus sagte deutlich, dass es sich um eine eingeschränkte Anzahl von Personen handelt. Wir sind nicht mehr als 50, genauer gesagt sind wir 49. Wie ergibt sich diese Zahl? Weil der zentrale Nukleus in 7 Nuklei unterteilt ist, an deren Spitze jeweils einer der großen Erzengel steht. Das heißt also, dass an der Spitze eines jeden dieser 7 Nuklei einer der großen Erzengel steht, die Priester des Allerhöchsten sind. Und jeden Nukleus
gehören 6 Personen an, 3 Brüder und 3 Schwestern, die als Nukleus und gleichzeitig zu zweit handeln. Bruder, Schwester, Bruder, Schwester, Bruder, Schwester, an der Spitze ein Erzengel. Jeder dieser Nuklei hat eine besondere Sendung und eine bestimmte Aufgabe, die die gesamte Schöpfung berührt. Das heißt, diese Nuklei handeln in verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens, im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Medizin, im Bereich der Schöpfung und so weiter und so weiter. Die Personen, die Teil davon sind, stammen aus verschiedenen Menschheiten, nicht nur von der Erde. Wir sind übrigens sehr wenige von der Erde. Sie stammen von Menschheiten aus dem Universum. Einige unter ihnen sind Verstorbene, was aber nicht bedeutet, dass sie tot sind. Wir müssen den Unterschied zwischen den Verstorbenen und den Toten verstehen, denn wir sprechen derart von den Toten, als wäre ihr Leben vernichtet. Aber das Leben ist durch den Tod nicht vernichtet. Das Leben geht weiter. Die irdische Phase ist beendet, die Phase im Körper. Aber das Leben in der Dimension des Geistes geht weiter. Das heißt, dass der Geist auch nach unserem körperlichen Tod fortfährt zu handeln. Deshalb sind diese Schwestern und Brüder im Geist sehr lebendig, sehr gegenwärtig und auch sehr machtvoll. Jeder dieser Nuklei handelt, wie ich euch schon sagte, in verschiedenen Bereichen und hat die Aufgabe, den Weg für alle Menschen guten Willens zu öffnen. Für alle, die ehrlich wünschen, Gott durch Jesus Christus zu dienen und die wünschen, sich in allen Bereichen des menschlichen Lebens ehrlich Gott zu nähern. Denn das menschliche Leben besteht aus vielen Schattierungen und vielen Sendungen. Denkt auf der Erde an die Sendung eines Arztes, eines Priesters, einer Mutter. Es gibt also verschiedene Aspekte des Lebens, die Gott berührt. Denn die Menschheit muss wieder aufgerichtet werden. Die Menschheit muss von innen heraus gestärkt werden, ausgehend vom Geist. Wie Tomislav sagte, entsteht alles aus dem Geist heraus. Und alles, was sich in der materiellen Wirklichkeit ereignet, in der konkreten Wirklichkeit des Lebens, wurde im Geist des Menschen vorbereitet. Das heißt, wenn Gott die Menschheit wieder aufbauen will, muss er sie stärken, er muss sie retten. Gott geht nicht von außen aus, denn er ist kein Zauberer, der von außen handelt. Gott geht vom Inneren des Menschen aus. Er geht vom Geist aus. Er stärkt den Geist und über den Geist wirkt er in der Wirklichkeit. Es ist der Geist des Menschen, vereint mit dem Geist Gottes, der die Wirklichkeit verändert. Denn der Geist des Menschen ist schöpferisch, da der Mensch Kind Gottes ist. Also durch den Geist des Menschen greift Gott in die Wirklichkeit ein. Tomislav Lašić. Deshalb ist es sehr wichtig, die Beziehung zwischen dem zentralen Nukleus und den 7 großen Erzengeln zu verstehen. Denn wir müssen ständig in Gemeinschaft mit den reinen Geistern sein, die das Antlitz Gottes betrachten und dem zentralen Nukleus die Wünsche Gottes übermitteln. Das, was wir im Körper nicht empfinden können, so wie sie es empfinden. Deshalb ist diese Gemeinschaft wichtig, die vollkommene Vereinigung zwischen dem zentralen Nukleus und den 7 großen Erzengeln und den reinen Geistern. In gleicher Weise ist es wichtig, dass ihr versteht, dass wir auch mit den Menschheiten, die Gott gegenüber treu geblieben sind, vereint sein müssen, die uns im Geist und auch technisch sehr, sehr weit voraus sind. Genauso wichtig ist es zu verstehen, dass Gott eine erste Zelle geschaffen hat, die das ganze Volk Gottes des Universums zu einem vereint. Und von dieser ersten Zelle geht dieses Wirken aus, alle Menschheiten des Universums in derselben Herde zu vereinen. Zum Beispiel können wir euch von bestimmten Menschheiten im Universum erzählen, die Gott treu geblieben sind. Sie bilden einen Nukleus. Das ganze Volk ist ein Nukleus. Aber in diesem großen Nukleus sind viele kleine Nuklei, die sich ähnlich dem zentralen Nukleus bewegen. Und gleichzeitig stellt das Volk
die besten Nuklei für die Sendung im ganzen Universum zur Verfügung, die sich dem zentralen Nukleus anschließen. So haben diese drei Werkzeuge Anfang dieses Jahres mit ihrer Sendung begonnen. Die reinen Geister, der zentrale Nukleus und die gotttreuen Brüder und Schwestern, die Gott seit dem Beginn der Schöpfung treu sind. Stefania Katharina. Wie ich euch gesagt habe, wird dieses Handeln immer offensichtlicher werden. Der zentrale Nukleus ist ein regelrechtes Bindemittel im Volk Gottes. Er hat die Aufgabe, alle Nuklei, die dabei sind, sich zu bilden, im Geist vereint zu halten. Die Nuklei bilden sich nicht nur auf der Erde, sondern es gibt viele Nuklei im Universum, wie Tomislav sagte, einerseits in den treuen Menschheiten, andererseits auf verschiedenen Planeten, die sich auf den Weg gemacht haben. Auf gewissen Planeten war, wie ihr wisst, bis vor kurzem Jesus Christus nicht einmal bekannt. Einfach deshalb, weil die Verkündigung des Heils bestimmte Planeten noch nicht erreicht hatte. Die Aufgabe des zentralen Nukleus in der jetzigen Zeit lag zum Gutteil darin, diese Verkündigung zu bringen. Und der zentrale Nukleus bringt die Verkündigung Christi, des Lebens Christi, des Evangeliums und all dessen, was der Herr den verschiedenen Völkern des Universums geoffenbart hat. Aber der zentrale Nukleus handelt im Geist zum Beispiel auch im Fegefeuer, das eine sehr große Wirklichkeit und sehr wichtig im Heilsplan ist. Denn diese Brüder und Schwestern, die ihren Weg in der Dimension des Fegefeuers fortsetzen, befinden sich in einer Reinigungsphase hin zum Paradies und müssen Schritt für Schritt auch im Fegefeuer Nuklei bilden. Das Fegefeuer selbst muss damit beginnen, ein Nukleus einer Menschheit zu werden, die aufersteht, die die Auferstehung Christi vollkommen lebt und vollkommen in die Seligkeit des Paradieses eintritt. Auch das Paradies ist unterwegs, denn jetzt ist nichts endgültig. Die Endgültigkeit wird durch die neue Schöpfung gegeben sein, durch das Reich Gottes, das durch Christus am Ende der Zeiten errichtet werden wird. Das heißt, in der Wirklichkeit des Universums gibt es in Wahrheit nichts Endgültiges. Wir sind unterwegs zur neuen Schöpfung. Das ist auch der Sinn des Namens, den wir dieser Webseite gegeben haben. Genau deshalb, weil wir euch durch die Ereignisse, durch das Verständnis der Dinge, die Gott in dieser Vorbereitungsphase hin zur neuen Schöpfung hervorbringt, begleiten möchten. Tomislav Lašić. Wie euch deutlich gemacht wurde, ist der zentrale Nukleus ein Nukleus, der aus verschiedenen Nuklei zusammengesetzt ist und gleichzeitig das Modell der Zukunft des Volkes Gottes ist, in der alles in der Fülle vereint sein muss. Im Volk Gottes wird morgen keiner größer, keiner kleiner sein, sondern alle sind dazu bestimmt, in die Fülle einzutreten. Und jedes Mitglied des Volkes muss entsprechend seiner Einzigartigkeit, entsprechend dessen, was der Geist Gottes dem einzigartigen Geist des Menschen mitteilt, seinen Dienst ausüben. Diesem Programm schließen sich dann alle Nuklei an, die ganze Bewegung, die von der Erde ausgehen müsste, um für den Tod und die Auferstehung Jesu Christi und seiner Herrlichkeit, seines Kommens in Herrlichkeit Zeugnis abzulegen. Hier stellt sich die Frage, was tun wir auf der Erde? Was müssen wir tun? Wir müssen Zeugnis für den Tod und die Auferstehung Christi ablegen und an diesen Ereignissen teilnehmen. Die Kirche hat ihre Identität festgelegt. Sie liegt im Ostergeheimnis. Im Ostergeheimnis löst sich die ganze Problematik im gesamten Universum. Das Problem der vielen Stimmen der machtvollen Geister des Universums, die falsche Impulse an die Seelen des Universums weitergeben, kann ohne Jesus Christus nicht gelöst werden. Durch unsere Teilnahme am Tod und an der Auferstehung Christi besiegen wir das Böse. Der Christ der Erde, auch die Menschen guten Willens, können nicht gleichgültig sein. Sie sind dazu berufen, an der Sendung Christi auf der Erde teilzunehmen
um das Böse, die Verdorbenheit, den Geist, der verdirbt, zu überwinden, ihn zu besiegen, den Tod mit der Macht zu besiegen, die Jesus Christus in uns eingeprägt hat, aufzuerstehen und die Auferstehung zu verkünden, so wie wir sagen. Und von hier geht die Sendung des Volkes aus. Wenn wir an diesen Punkt ankommen, an dem wir vollkommen am Wirken Christi teilnehmen, wird uns wie den Aposteln der Heilige Geist mitgeteilt. Und wir können das Werk Christi tun, oder besser noch, er tut sein Werk in uns. Und dieses Werk beginnt jetzt. Es zieht sich nicht mehr zurück, bis nicht alles entsprechend dem Willen Gottes errichtet ist. Deshalb laden wir euch ein, euer Leben Gott aufzuopfern in einem tatkräftigen Glauben, in einer Lebendigkeit des Glaubens, indem wir jeden Widerstand in den Prüfungen überwinden und Gott dabei treu bleiben. Wir verkünden euch also nichts Neues. Alles, was die Apostel übermittelten, ist hier. Wir verkünden euch lediglich und bezeugen, dass das Wirken Gottes im ganzen Universum begonnen hat und nicht mehr Halt macht. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren, sondern es ist notwendig, großmütig zu antworten, damit auch die Schwächsten unter uns sich wieder fassen und die Herde des Herrn erreichen können. Stefania Katharina. Worum ein jeder von uns also gebeten wird, ist wirklich einen wahren, authentischen Glauben in Christus in Bewegung zu setzen. Die ganze Lehre der Bibel besteht darin, dass der Glaube Wunder bewirkt und dass wir von uns selbst ausgehend nichts verändern können, sondern es ist der Glaube in Christus, der uns selbst und das Umfeld um uns verändert. Das, worum das Volk Gottes in dieser Zeit gebeten wird, ist der Glaube. Denn ab jetzt wird sich das vollkommen verwirklichen, was Jesus sagte, dass jedem entsprechend seinem Glauben geschehen wird. Es werden weder die äußerliche Wirklichkeit noch die äußerlichen Strukturen sein. Es werden nicht die politischen Parteien oder die großen Bewegungen sein, die Wirklichkeit der Dinge ändern wird. Es wird der Glaube des Volkes Gottes sein. Deshalb handeln der zentrale Nukleus und alle Werkzeuge, die Engel, die Brüder und Schwestern des Universums, die Gott treu sind, in dieser Zeit, um das Volk Gottes zu beschützen, um ihm zu helfen, einen wahren, authentischen Glauben zu entwickeln. Wie ihr wisst, ist vor allem auf dieser Erde das Wirken Satans stark, mächtig und setzt sich dem Glauben entgegen. Und wer auch immer versucht, wer sich anstrengt, die Lehren Christi zu leben, kennt nur zu gut den Widerstand, dem er in der Welt begegnet. Es ist also die Zeit gekommen, in der sich der Herr mit Hilfe dieser Werkzeuge auf sein Volk zubewegt, damit diese Instrumente den Kräften des Bösen direkt entgegentreten und den Weg ebnen. Wir können sagen, dass wir viele Jahre von Angesicht zu Angesicht mit dem Bösen gekämpft haben. Und wir werden fortfahren, es zu tun. Wir tun das alles, um es jenen zu erleichtern, die es alleine nicht schaffen. Denn das Volk Gottes ist ein wunderbarer Mechanismus, wo jeder seine Einzigartigkeit, seine Freiheit und seine Kraft in Gott hat. Wo jeder funktionieren muss, aber wo der Größte, wenn er der Größte ist, im Dienst des Kleinsten steht. Wenn also jemandem von Gott etwas mehr gegeben wird, so ist das nicht, um eine besondere Stellung einzunehmen oder um sich einer Sache zu rühmen, sondern damit er dem helfen möge, der es am meisten benötigt. Der zentrale Nukleus öffnet also den Weg und stellt sich über niemanden. Tomislav Lašić. Wir laden euch ein, dem Herrn eine Antwort zu geben und an diesem Programm teilzunehmen. Wie nimmt man an diesem Plan teil? Indem man am Opfer Christi teilnimmt, aber nicht im Sinne eines Ritus, sondern als etwas Lebensnotwendiges, Existenzielles. Indem wir Gott auch in den Verfolgungen, in den Prüfungen treu sind. Ohne die Prüfungen kann die Umwandlung unseres Lebens nicht geschehen.
Wir bleiben in einem statischen Zustand eingeschlossen. Wir laden euch ein, eine persönliche Antwort zu geben. Wenn der Einzelne keine Antwort gibt, kann auch kein Nukleus entstehen. Also das Erste, was zu tun ist, ist Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, ehrlich, mit Aufrichtigkeit, sich für dieses Programm zu entscheiden. Gott das eigene Leben aufzuopfern und unweigerlich durch das unbefleckte Herz Mariens, ohne deren Hilfe ihr nichts tun könnt. Niemand von uns kann etwas tun. Das ist die Ordnung Gottes. Indem ihr euch so entscheidet, tritt jeder in dieses Programm ein. Und so kann auch der zentrale Nukleus diesen Personen helfen. Denn wir sind unaufhörlich vor dem Thron Gottes. Wir bringen die Bedürfnisse eines jeden von euch dar. Aber den Egoismus, die Ich-Bezogenheit, können wir nicht darbringen. Wir können keine kranken Wünsche darbringen, sondern nur jene, die mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Und so kann Gott auch euren Schwächen helfen. Er hilft euch, diese Schwächen zu überwinden. Von dieser persönlichen Entscheidung ausgehend, werdet ihr unwillkürlich in Gemeinschaft mit jemandem gebracht. Denn im Universum gibt es niemanden, der in sich selbst verschlossen ist. Dann ist es völlig natürlich, dass sich ein Nukleus bildet. Ein Paar, um glücklich, verwirklicht zu sein, um in der Fülle zu leben, dass sich eine Familie bildet, dass sich eine Gruppe von Freunden bildet, die die Bedeutung all dessen versteht. Es ist also nicht etwas, das von außen gebildet wird. Es muss in euch beginnen. Wenn ihr ehrlich seid, von dem Wunsch erfüllt teilzunehmen, dann wird der Heilige Geist euren Geist mit Hilfe der machtvollen Werkzeuge, wie es die sieben Erzengel sind, berühren. Und das führt euch dazu, kleine Nuklei zu bilden. Diese kleinen Nuklei verwandeln sich in größere Nuklei. Es wird auch tragende Nuklei geben, die Gott wählen wird und schon gewählt hat, damit sie im Dienst des Volkes stehen. Damit die einzelnen und die kleinen Nuklei einen Bezug zu den größeren Nuklei, wie unter anderem dem zentralen Nukleus, haben können. Seht also, dass das ganze Volk unterwegs ist, dass ihm geholfen wird und dass jeder in dieses Getriebe des Planes Gottes eintreten kann. Ich möchte sagen, dass die Zeit gekommen ist, in der man keine halben Sachen machen kann. Zur Hälfte für Christus, zur Hälfte für jemand anderen. Wie Jesus in der Botschaft durch Stefania sagte, wird der heilige Michael nichts erlassen. Er wird keinerlei Heuchelei unter jenen gestatten, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an Gott. Seht also, dass hier die Aufruhr in der Menschheit entsteht, denn Gott berührt den Geist des Menschen und der Mensch befindet sich in der Zeit, in der er die richtige Entscheidung zu treffen hat. Er muss sich für Gott öffnen und erkennen, dass Gott Gott ist. Mit Gott wird nicht gespielt. Stefania Katharina. Das heißt, der Mensch kann nicht mehr in sich selbst gespalten bleiben, sondern muss eine endgültige Wahl für Jesus Christus treffen und in Jesus Christus für Gott. Das Volk Gottes hat alle Mittel, um diesen Schritt zu Jesus Christus hinzumachen. Wir bringen euch keine neue Doktrin, denn das Volk Gottes hat alles, was notwendig ist. Wir verkünden euch den gestorbenen und auferstandenen Christus, der zur Rechten des Vaters sitzt, der Herr des Universums ist. Und wir legen dieses Zeugnis ab, dass Jesus Christus wahrhaftig der Herr des Universums ist. Vor ihm muss sich die ganze Wirklichkeit beugen. Genau so steht es geschrieben. Jedes Knie muss sich beugen. Wir sind in keiner Weise gegen irgendjemanden. Das möchten wir eindeutig klarstellen, denn wir sind nicht gegen die Kirche, noch bringen wir Doktrinen, die der Kirche fremd sind. Wir stehen im Dienst von niemand anderem als dem Volk Gottes. Wenn wir unter Kirche das Volk Gottes verstehen, das seinen Glauben lebt, so sind wir im Dienst des Volkes Gottes, das heißt der Kirche. Wir stehen nicht im Dienst irgendeiner Machtstruktur.
weder religiöser noch politischer noch wirtschaftlicher Natur. Der zentrale Nukleus dient keiner Machtstruktur. Der zentrale Nukleus steht im Dienst Christi, unter seiner direkten Autorität und handelt zugunsten des ganzen Volkes Gottes, also mehr noch für die Kirche, dem Volk Gottes, das auf der Erde lebt. Aber er ist an keine Struktur gebunden. Tomislav Lašić. Ich komme von Medjugorje. Ich habe dem Wirken der Mutter Gottes in Medjugorje gedient. Ich verkünde euch, dass jetzt eine bedeutsame Zeit des Triumphes des unbefleckten Herzens Mariens beginnt. Es beginnt auch der Triumph der Kinder Mariens, der Kinder Gottes, denn Jesus Christus triumphiert. Und wir verkünden euch dieses machtvolle Wirken Jesu Christi in diesen Zeiten, das rasch voranschreitet. Wir sind von all dem Zeugen und wir werden euch über die Dinge informieren, die uns gesagt werden und die zu tun sind. Wartet nicht darauf, dass 2000 Jahre lang Religionsunterricht gemacht wird, um euch zu entscheiden. Ihr habt alles im Herzen. Gott hat in euch sein Abbild eingeprägt. Und er wird dieses Abbild berühren. Er wird es wiedererwecken. Aber ihr müsst wach sein. Wacht auf! Wir werden vor dem Thron Gottes ständig für euch eintreten und uns für euch aufopfern. Aber ohne eure Antwort kann auch Gott nicht handeln. Stefania Katharina. Die Zeit ist gekommen, in der sich die Worte erfüllen müssen, die Gott durch seinen großen Apostel, den heiligen Paulus, gesprochen hat. Bringt euch selbst als lebendiges Opfer an Gott dar. Das ist für euch der Gottesdienst. Lasst euch von Gott durch eine radikale Änderung eures Gedankens, eurer Art zu denken, umwandeln. Wenn das geschehen sein wird, wird Jesus Christus frei sein, in euch, durch euch und um euch herum zu handeln. Darin besteht das Christentum. Es bedeutet, Jesus Christus zu gestatten, in euch lebendig zu sein. Das könnt ihr nur tun, indem ihr euch Gott aufopfert und euch von seinem Geist durchdringen lasst, der euch führen, lehren und euch zur Fülle bringen wird. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr werdet für eure Probleme keine Lösungen in Büchern, in Schnulzen oder in anderen Dingen finden. Heute erfolgt die Lösung eurer Probleme ausschließlich durch die ehrliche Anteilnahme an Jesus Christus und die ehrliche Hingabe an ihn und an sein Leben. Tomislav Lašić. Und geht vom richtigen Punkt aus. Steht nicht morgens auf, um die Früchte zu ernten, wenn es keine Pflanzen gibt. Wenn ihr nicht in Christus eingepflanzt seid, wenn ihr nicht in Christus verwurzelt seid, wenn ihr dem Leben Christi in euch keine Beachtung schenkt, dann könnt ihr keine Früchte ernten. Stefania Katharina. Jesus Christus ist bereit, euch all das zu geben, was ihr benötigt. Für ihn ist es kein Problem, alles in eurem Leben zu lösen. Von Seiten Gottes ist alles bereit, damit sein Volk Hauptfigur auf der Erde und in anderen Teilen des Universums werden möge. Das christliche Volk hat dem Geist der Welt, dem Geist des Bösen, zu viel Platz gelassen. Und ein Großteil der Menschheit denkt mittlerweile, dass nichts mehr zu machen sei, dass das Böse zu toben begonnen hat, dass es unmöglich sei, die Schlacht gegen die Verdorbenheit, gegen die Korruption zu gewinnen. Wir bezeugen, dass dem nicht so ist. Es ist nicht wahr. Denn Jesus Christus steht über jeder Wirklichkeit und hat die Macht, den Geist des Bösen zu besiegen. Aber er respektiert unsere Freiheit und er wird sich nicht in Bewegung setzen, wenn wir ihm nicht die Türen aufmachen. Es ist also die Zeit gekommen, in der wir Christus wirklich die Türen aufmachen müssen und ihn in unserem Leben handeln lassen, ohne zu versuchen, sein Leben in uns zu beeinflussen. Wir können Christus nicht in die Rolle dessen verbannen, der unsere Probleme löst. Und wir bleiben unsererseits in unserem Egoismus, in unserem Schlaf, der manchmal tödlich ist. Es ist notwendig aufzuwachen.
Wacht auf von den Toten, sagt der heilige Paulus, und Christus wird euer Licht sein. Es gibt also keinen anderen Weg, als aufzuwachen. Und wir bitten euch, in dieser Zeit aufzuwachen, damit Christus euch erleuchten möge und dass durch ihn sein Licht die Welt durchdringen möge. Denn die Welt ist in der Finsternis. Aber das Licht Christi ist viel stärker als die Finsternis. Ihr müsst euch dessen bewusst sein. Ihr müsst daran glauben und euch aufmachen, damit euch der Geist Christi führen möge. Tomislav Lasic. Wir beschließen diese Übertragung mit Freude, weil wir euch diese Freude mitteilen konnten. Die Freude des ganzen Universums, die Freude Mariens, die Freude Jesu. Wir werden mit euch sein. Wie ich gesagt habe, werden wir vor allem vor dem Thron Gottes sein für euch alle, die ihr unterwegs seid. Wir werden uns erneut hören, gemäß dessen, was Gott uns zu verstehen gibt und entsprechend euren Bedürfnissen. Wir segnen euch mit dem Segen Gottes und bleiben mit euch in der Liebe Gottes verbunden. Danke.